In der Türkei hat man offenbar eingesehen, dass Wahlkampfauftritte von Regierungspolitikern aus der Türkei in Deutschland nicht erwünscht sind. Und die letzten Äußerungen von Erdogan so unerträglich sind, dass wir jetzt froh sind, dass keine weiteren Politiker zum Wahlkampf nach Deutschland kommen. Die Vergleiche mit dem Nationalsozialismus sind schlicht und ergreifend nicht akzeptabel. Und das hat auch die Türkei doch weit von Europa entfernt. Es war schon immer schwierig mit der Türkei, weil die Religionsfreiheit nicht garantiert wurde. Aber solche Äußerungen sind natürlich von unserer Wertegemeinschaft in Europa sehr weit entfernt. Wir haben einen Gesetzentwurf angekündigt vom Bundesjustizminister, dass Hassauftritte und Hass-E-Mails in den sozialen Netzwerken bekämpft werden sollen mit drastischen Strafen. Wir wollen, dass dieses Gesetz noch in dieser Legislaturperiode, also in den verbleibenden noch 6 Sitzungswochen oder 7 mit der jetzigen, verabschiedet werden kann. Das Gesetz muss in Brüssel notifiziert werden. Dafür sind 3 Monate erforderlich. Und deswegen muss der Bundesjustizminister jetzt schnell zu Potte kommen und muss schon morgen das Verfahren in Brüssel anmelden. Aus den Koalitionsfraktionen wird ihm empfohlen, dass er das jetzt möglichst morgen noch ins Kabinett bringt, um die Dinge voranzubringen. Wir wollen, dass wir in den nächsten Wochen und dann im Wahlkampf auch reagieren können.